Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einem Fels vergraben. Sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist. Ich möchte euch heute mal von Friederike erzählen. Friederike war Schülerin und 17 Jahre alt. Und am Abend des 4. November 1981 wollte sie nach dem Musikunterricht nach Hause fahren. Doch dort kam sie niemals an. 4 Tage später wurde ihre Leiche in einem Waldstück gefunden. Sie wurde vergewaltigt und mit vielen Messerstichen getötet. Kurze Zeit später wurde ein Verdächtiger namens Ismet H. ermittelt. Man war über Reifen- und Faserspuren auf ihn aufmerksam geworden. Nachdem er dann in erster Instanz verurteilt wurde, hob die zweite Instanz seine Verurteilung auf und sprach ihn aus Mangel an Beweisen frei. Doch die Tatspuren und Kleidung wurden gesichert und blieben in Verwahrung. Viele Jahre. Und tatsächlich fanden die Beamten viele Jahrzehnte später DNA-Spuren in der Unterwäsche der Frau. Wer nicht weiß, was DNA ist, wir alle verlieren täglich Haare, Hautschuppen, Körperflüssigkeiten, was auch immer. Und diese Dinge enthalten einen genetischen Code in sich, der uns dann eindeutig zugeordnet werden kann. Und die DNA-Spuren in der Unterwäsche von Friederike waren eindeutig zuordnenbar. Sie gehören zu Ismet H. Wer nun aber meint, ja prima, dann können wir ihn ja jetzt verurteilen, der irrt. Denn nach aktueller Strafprozessordnung darf jemand, der einmal freigesprochen wurde, nicht erneut wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden. Die Tatsache, dass wir nie jemanden zu seinem Nachteil zweimal in derselben Sache vor Gericht stellen wollen, geht auf den alten lateinischen Grundsatz ne bis in idem, nie zweimal in derselben Sache zurück. Warum ist das so? Naja, man will auf der einen Seite Rechtsfrieden herstellen, man will der Bevölkerung signalisieren, wir haben uns das jetzt ganz genau angeschaut, wir haben das geprüft und beurteilt und dann ist es so. Aber man sagt auch individuell, sollte zum Schutz der Verdächtigen jetzt nicht das Leben lang ermittelt werden gegen diese Leute, damit auch diese irgendwann mal zur Ruhe kommen und sich nicht jede Woche einem neuen Verfahren stellen müssen. Auf der anderen Seite ist das natürlich für die Betroffenen ein kaum zu ertragendes Ergebnis. Man weiß, er ist mit absolut höchster Wahrscheinlichkeit der Täter, aber man kann ihn nicht verurteilen. Das ist fürchterlich. Nun gab es aber auch schon bisher ein paar sehr enge Ausnahmen, warum ein Verfahren zulasten des Täters wieder aufgerollt werden konnte. Zum Beispiel, wenn Urkunden gefälscht wurden im letzten Verfahren, wenn ein Richter seine Amtspflicht verletzt hat, wenn ein Zeuge nachweislich die Unwahrheit gesagt hat oder aber wenn der Täter nach seinem Freispruch ein Geständnis ablegt. Tja, und durch andere Beweise eben nicht, insbesondere auch DNA-Beweise nicht. Bis jetzt. In der Bundestag hat jetzt vor einigen Tagen genau eine solche Änderung beschlossen. Demnach kann eine Wiederaufnahme nun auch erfolgen, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden. Aber eben nur bei Mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord oder Kriegsverbrechen. Aber genau das ist ja unser Fall. Wir haben einen Mord und wir haben neue Beweise, wenn man das tatsächlich unter neue Beweise packen kann, denn nur die Analysemethoden haben sich ja verbessert und hoffentlich gibt es da eine Klarstellung. Das Ganze ist aber nicht unumstritten. Dafür haben gestimmt die CDU, die SPD und die AfD und dagegen die FDP, die Grünen und die Linken. Diese befürchten, dass dadurch dieser elementare Grundsatz ne bis in idem aufgeweicht werden würde und man in Zukunft Schwierigkeiten bekommen könnte zu sagen, naja, warum ist das jetzt in anderen Fällen nicht so, wenn es doch beim Mord auch so ist? Meine Meinung. Ich kann beide Seiten sehr gut verstehen und wäre ich Vater dieser Tochter, ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich sehe, dass dieser Mann ein völlig normales Leben mit seiner Familie führt, während meine Tochter brutalst ermordet unter der Erde liegt und der keine Strafe dafür bekommt. Auf der anderen Seite ist natürlich das Argument zu sagen, man tritt damit jetzt eine Welle los, nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn tatsächlich jetzt nur Mord, Völkermord, Kriegsverbrechen etc. wieder aufgerollt werden können, warum nicht auch eine schwere Vergewaltigung? Wo eine Frau oder ein Mann für den Rest seines oder ihres Lebens völlig traumatisiert ist. Warum nicht auch bei jemandem, der ins Koma getreten wird, 10 Jahre seines Lebens verliert, aufwacht und dann völlig ein Pflegefall für den Rest seines Lebens ist? Ist das nicht auch ein unerträgliches Ergebnis? Und genau diese Diskussion wird sich dann daran anschließen. Wir müssen uns daher als Gesellschaft die Frage stellen, ab wann wollen wir wirklich mit einem Fall abschließen? Nie? Und wo ziehen wir vor allen Dingen die Grenze? Ziemlich sicher ist, dass das Ganze irgendwann beim Bundesverfassungsgericht landen wird. Es gibt jedoch einen Aspekt, der den Befürwortern hilft. Und zwar die Verjährung. Denn auch hier sagt der Staat, Mord verjährt, anders als andere Taten, nie. Weil der Unwert so groß ist, dass du, der das begehst,
dich niemals sicher fühlen sollst. Und da kann man eine Analogie ziehen und sagen, naja, dann sollte das auch für die Wiederaufnahme gelten und bei anderen Taten eben nicht. Und deshalb bin auch ich eher der Meinung, dass sich diese Gesetzesänderung noch rechtfertigen lässt, nicht nur auf der subjektiven, emotionalen Ebene, sondern auch formal irgendwie in Einklang mit dem steht, was wir bisher haben. Aber ich habe natürlich auch Bauchschmerzen, dass man damit etwas lostritt. Aber meine Meinung muss natürlich nicht eure Meinung sein. Ich hatte mal meine Community bei Instagram gefragt, jetzt nicht speziell zum Mord, ob man Fälle wieder aufrollen kann, wenn es neue Beweise gibt. Und der Tenor war relativ eindeutig. Wie seht ihr das? Schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis dann. Ciao.